Ja, was also auffällt, und ich bin da fast sprachlos, ist wirklich der sehr grobe Umgang mit den Pferden. Dass die mit einer Art Eisenhaken getrieben werden und dass auch die Schläge im Einzelnen teilweise überhaupt gar nicht notwendig sind. Die Tiere sind dann schon in ihrer Fixation und trotzdem werden sie noch nachgetrieben. Man sieht auch ganz deutlich, dass die Pferde wirklich panisch sind. Und überhaupt nicht davon auszugehen ist, dass die gut fixiert irgendwo stehen und dadurch bei der Blutentnahme Verletzungen vermieden werden. Also die Art und Weise, wie auch die Box nach hinten abgeschlossen wird, nur mit einer Eisenstange, ist unglaublich verletzungsgefährdend. Das Pferd muss nur darüber treten, muss drunter treten. Das ist hochgradig unprofessionell und tierquälerisch, wie die Zwangsmaßnahmen an den Tieren eingesetzt werden. Mit Eisenhaken, mit Prügeln auf den Kopf, mit Seilen, mit Leinen, mit der bewussten Schmerzsetzung in die äußeren Genitalien. Das ist überhaupt gar nicht entschuldbar. Wäre das in Deutschland überhaupt zulässig, dass man den Stuten wöchentlich 10 Liter Blut abnimmt während 11 Wochen? Nein. Also erstmal müssen es gesunde Tiere sein, die optimal versorgt werden. Die Tiere dürfen nicht trächtig sein. Sie dürfen nicht laktieren. Es dürfen maximal 15 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht entnommen werden. Und die Entnahmefrequenz ist alle 30 Tage. Die Abtreibungen finden nach dem 100. Trächtigkeitstag statt, so zwischen Tag 100 und 120. Ist ein medikamentös induzierter Abort komplikationslos möglich nach dem 100. Trächtigkeitstag? Nein, das kann man ganz klassisch sagen, nein. Bis zu welchem Trächtigkeitstag kann man denn relativ komplikationslos medikamentös abtreiben? Ja, so bis zum 40., vielleicht mal bis zum 45. Tag. Das ist letztendlich so einer, der ist so um den 120. Tag, kann auch 110. Tag sein, 130. Tag. Das ist ja ein bisschen von der Rasse auch abhängig, der Gravitäten. Sie sehen also sehr schön ausdifferenziert schon alles. Als nächstes würden jetzt so die Tasthaare um die Mundspalte kommen und ja die Lidhaare, Oberlid und Unterlid. Und das ist letztendlich das Stadium, bei dem eine Trächtigkeit unterbrochen wird, bei den Stuten, bei dem PMSG gewonnen wird. Thank you.
vermuten, dass dieses Tier, dieser Fötus schon eine Art Empfinden hat? Ja, da gehe ich wirklich von aus. Denn bei der Größe, wenn ich als Tierarzt eine transrektale Untersuchung bei einem Pferd mache und ich spüre diesen Fötus und ich berühre den, dann reagiert er auf meinen taktilen Reiz. Entspricht das Verfahren ethischen Prämissen der Tiermedizin? Ethisch ist ein großes Wort, aber wenn wir es einfach mal runterbrechen, wenn es um eine Blutentnahme bei einem Pferd geht, wobei aus dem Blut ein Produkt gewonnen werden muss, entspricht das überhaupt nicht der guten fachlichen Praxis unter Beachtung des Tieres als Mitgeschöpf.